Jetzt schau mal rein. Siehst du die zwei Türme? Hoppala, ja, so siehst du gar nichts. Die zwei Türme mit den Kugeln drauf, das ist die Frauenkirche. Und gleich daneben, da ist so ein spitzer Turm, das ist der alte Bäder. Gell? Ja. Haben wir halt richtig Schwein gehabt mit dem Wetter, hä? Ja. Weißt du, wann wir das letzte Mal spazieren waren? Das war im letzten August. Ja? Mhm. Siehst du, was der Mann arbeiten muss? Was, bist du so nervös? Jetzt schau noch mal. Ja, da, schau her. So ein Zufall, du bist ja wirklich. Ja, schaut so aus. Hat's dich naus drin bei dem Wetter? Ja, der Frühling, gell? Ihr kennt's euch? Ja, klar. Wir sehen uns sogar regelmäßig. Das kann man doch sagen, oder? Ja, wir sehen uns regelmäßig auf der Polizeiinspektion, aber im Allgemeinen ist halt Kaufhausdetektiv dabei. Mei, es gibt halt so viele schöne Dinge auf der Welt, da kann man nicht immer widerstehen. Was ist denn das, Kloschar Nummer 5? Wo haben Sie das gekauft? Ein Weihnachtsgeschenk von meinem Mann. Das tut mir leid. Sind's die? Ja, genauso haben die ausgeschaut. Gar kein Zweifel. Die waren's. Aha. Das ist dann schon der dritte Überfall, den die Herrschaften auf dem Konto haben. Das war doch bei Ihnen auch kurz vor Geschäftsschluss, ne? Ja, ich wollte etwas früher schließen. Ich wollte zum Maskenball. In die Olympiahalle. Sind froh, dass Sie dort waren. Haben Sie nichts versäumt? Im Nationaltheater. Meine Lieblingsoper. Maskenball? Mein Beileid. Wie viel haben Sie drin gehabt in der Kasse? 4.600. 4.6? Ja, das ist schon ärgerlich. Ja, allerdings. Ich hatte Karten für die sechste Reihe. Parkett. Servus, Helmut. Guten Morgen, Herr Eindl. So was Grandes. Also, wann war das? Gestern Abend, 18 Uhr. Bist du grandig? Gestern war mit meiner Familie auf dem Olympiaberg. Und wie war's? Da macht wieder so ein junges Mädchen an, schamlos. Schneider, Irene, die waren schon mal auf der Inspektion wegen einem Kaufhausdiebstahl. Jetzt das dritte Mal, dass die mir rein zufällig über den Weg läuft. Wahrscheinlich wird es demnächst rein zufällig bei uns an der Wohnungstür leiten und zu Ilona sagen, geben Sie Ihren Mann frei, ich liebe ihn. Das hätte eine Tragödie. Aber vielleicht war es doch ein Zufall. Auf keinen Fall. Das bringt mir schon seit längerem Gefühle entgegen, sowas spüre doch. Gefühle? Gibt's sowas noch? Ja, irgendwie kann ich das Mädchen ja auch verstehen, gell? Ich habe halt doch eine gewisse Anziehungskraft. Die Kleine steht auf Uniform. Gestern war ich in Zivil. Also, wie ich in deinem Alter war, da habe ich ein Kind, eine Künstlerin. Die ist mir wochenlang nachgestellt. Ach, das ist ja interessant. Ja, und wie bist du dann wieder los, Mann? Ich habe sie erschossen. Jetzt mach dich bitte nicht lächerlich darüber. Es ist mir wirklich unangenehm. Du erinnerst dich an den Kollegen, an den Ding der von der Inspektion 5, der diese Affäre gehabt hat mit der Trickdiebin. Ja, anschließend haben sie nicht lassen. Fristlos. Aus war's mit der wilden Leidenschaft. Und jetzt ist er Steuerberater. Und verdient das Doppelte. Leicht. Wenn nicht mehr. Aber ein Beamter muss über diesen Dingen stehen. Ja, wir haben ja eine gewisse moralische Verpflichtung. Da ist ja Zucker drin. Ah! Ach, Leckbräu! Fällt ab. Steht auf 104. Du, ich frage mich ernsthaft, ob ich Leckbräu nicht abstoßen und Calico-Versicherung kaufen soll. Steht auf 480. Aktien, Aktien. Das ist wirklich deprimierend. Du hast nichts anderes im Kopf als Aktien. Hier, Ferienwohnung München Ost. Das wäre eine Kapitalanlage. Ach komm, 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 komm. Immobilien sind doch ohne jedes Interesse. Du weißt, ich liebe die Börse. Schon, aber die Börse liebt dich nicht. Von deinen Fehlinvestitionen können andere ganze Familien ernähren. Ich habe gestern in der Sozialkundearbeit 13 Punkte gemacht. Brav, meine Tochter. Sehr, sehr brav. Das ist doch nicht wahr. Ich habe durchaus Gespür bewiesen für die Marktlage, nicht wahr? Ja, einmal. Und das ist 10 Jahre her. Komm, komm, komm. Das war die beste Arbeit gestern, die 13 Punkte. Ja, weiter so. Weiter so, mein Kind. Du übertreibst doch schamlos.
Lieber Himmel, man muss sich auch nicht gleich entmutigen lassen durch ein paar kleine Fehlschläge, nicht wahr? Wenn man Charakter hat. Da sieht man mal wieder, dass Charakter nichts mit dem Verstand zu tun hat. Das Thema war die Familie, Keimzelle der Demokratie. Na bitte, das ist was fürs Leben, ne? Meine Liebe, es gibt einfach Dinge, die sind unter meinem Niveau. Aber das ist ja wohl offensichtlich schwer zu begreifen. Und es gibt noch viel mehr Dinge, die über deinem Niveau liegen und die sind ganz leicht zu begreifen. Du solltest dankbar sein, mein Kind, dass in diesem Haus wenigstens einer einen weiten Horizont hat. Und du solltest aufpassen, dass du nicht wieder zu spät ins Büro kommst. Übrigens, so eng ist mein Horizont gar nicht. Hier, Ferienhäuser zum Beispiel, das würde ich anstandslos akzeptieren. Was ist denn los? Ich muss raus, ich muss an die frische Luft. Und was ist mit dem Ei? Ich habe gefragt, was ist mit dem Ei? Das Ei ist mir wurscht. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Dieser Tschaikowski. Er war mir schon immer suspekt. Ja, was ist denn mit dem Ei? Reizend. Deine Tochter. Immobilien, 3-Zimmer-Wohnung, 150 Quadratmeter Wohnfläche, 300... Das ist ja billig. Grüß Gott. Grüß Gott. Suchen Sie was Bestimmtes? Na, das heißt ja. Ich wollte mir hier eine Wohnung nehmen. Weil die Gegend hat so was Anziehendes. Ich glaube nicht, dass Sie hier in der Gegend etwas Passendes finden. Müssten Sie nicht in der Schule sein? Wissen Sie, es gibt Wichtigeres. Das kann schon sein. Aber ich habe das Gefühl, Sie sind hier an der falschen Adresse. Naja. Wenn Sie meinen. Wohnen Sie da oben? Naja, dann gehe ich jetzt mal einkaufen. Also na, doch nicht schon wieder. Mei, es hat mich halt einfach so überkommen. Was ist denn das überhaupt? Auf der Chef. Rasierwasser. Nicht billig, gell? Rasierwasser. Nicht einmal für einen Eigenbedarf. Ja, ich weiß schon. Aber ich hab mir gedacht, jetzt nimmst du es einmal mit. Vielleicht freut er sich. Wer? Ja, du natürlich. Ich? Leider, das ist nicht meine Marke. Nicht. Peter Schaps? Also ich glaube nicht, dass das bei ihr eine Zwangshandlung ist. Dafür ist sie zu alt. Aha. Na, das wäre dann nämlich eine echte Kleptomanie. Und dafür ist sie zu jung? Ja. Aufgrund meiner Erfahrung ist das Stehlen bei ihr eine Art Ersatzhandlung aufgrund von mangelnder Nestwärme. Aha. Höhere Psychologie, Kapitel 5. Du mach bitte der Portier zu. Du, ich bin nicht der Trottel, für den man mich hier zu halten scheint. Danke. Bitte. Fräulein Schneider, bevor wir jetzt fortfahren, wollen wir bitte eines richtigstellen. Genau. Freunde sagen Irene zu mir. Fräulein Schneider, es ist reine Zeitverschwendung. Ich bin nicht mehr im Angebot. Ja, das weiß ich doch alles. Ich habe lang drüber nachgedacht. Ich werde die Sache großzügig übersehen. Wunderbar. Aber ich nicht. Herr Heindl, ich brauche Sie bitte bei mir. Die Dame bearbeitet der Kollege Moosgruber weiter. Ich? Ja, das ist ein Fall für einen Polizeipsychologen. Du hast dich soeben qualifiziert, bitte. Ja, das hat er doch mit Absicht gemacht. Ja, mein, das haben wir ihm vorgesetzt, okay. So an sich. Sag mal, du machst dich doch lächerlich. Nein, nein, so geht es nicht weiter. Na, wirklich nicht. Wohnen Sie bei Ihren Eltern? Ja. Ja, dann muss jemand einmal mit den Eltern ernsthaft reden. Ja, aber das müsste ein Mann mit Erfahrung sein, mit moralischen Grundsätzen. Einer, der über den Dingen steht. Ja.
Ich finde, Sie sollten den Fall nicht überbewerten. Meine Tochter befindet sich selbstverständlich in psychiatrischer Behandlung. Allerdings, sie ist in besten Händen. Ich will ja nicht direkt sagen, dass Sie ungelegen kommen, aber wir sind direkt auf dem Weg ins Nationaltheater. Ja, ja. Ich habe halt auch noch einiges vor, aber ich habe gedacht, der Fall wäre doch für Sie von gewissem Interesse als Mutter. Ich bin nicht die Mutter. Ja, meine erste Frau wohnt auswärts. Bitte schön. Ja, danke. Vielleicht interessiert Sie der Fall. Ja, ja, ja. Wir sind uns ja durchaus darüber im Klaren, dass dieser Zustand untragbar ist. Aber wir sind durchaus um Abhilfe bemüht. Aha. Dieser junge Beamte, den Sie da eben erwähnt haben, ist der in irgendeiner Weise unzuverlässig? Bitte Sie, der Händler ist einer meiner besten Leute. Also dann sehe ich kein Problem. Er macht die übliche Laufbahn, seine Existenz ist gesichert. Und meine Tochter hat eine nicht unbeträchtliche Mitgift. Sie, ich glaube, Sie verstehen mich da falsch. Ich bin nicht als Heiratsvermittler da. Der betreffende Beamte ist bereits verheiratet. Der hat eine Frau und ein Kind. Möglicherweise kriegt er noch ein paar. Der ist glücklich verheiratet. So, so ist er das. Naja. Aber möglicherweise ist er doch unter Umständen interessiert an einer Aufgabe als Betreuer. Natürlich gegen entsprechendes Honorar. Sie, der darf das gar nicht. Das wäre ja gar nicht nötig, wenn Sie sich ein bisschen mehr um Ihre Tochter kümmern würden. Nestwärme nennt man sowas. Ach was? Also jetzt versuchen Sie nicht, meinem Mann irgendetwas zu unterstellen. Dem Kind wird ja einiges geboten. Oh ja, das kann man sagen. Ja, aber offenbar das Falsche. Denn sonst hätte es nicht nötig, in ein Kaufhaus zu gehen und zu klauen. Jetzt reicht es mir. Komm, Gertrud. Also, mein Mann war so schön eingestimmt auf Fidelio. Und da müssen Sie kommen und ihn auf so eine profane Ebene herunterreißen. Wir müssen. Opernpublikum. Wir müssen. Ja, Sie müssen in die Oper, bitte. Das Gulasch ist fix und fertig, das brauchst du bloß noch warm machen. Und dann kannst du ein paar Nudeln dazu machen, das kannst du ja. Ja, sorry. Das reicht allerdings nur für eine Person. Wenn du also Besuch kriegst, wird es ein bisschen knapp werden. Besuch? Kriegt er keinen Besuch? Na? Zweimal hat es heute schon probiert. Wer weiß, ob es jetzt nicht draußen vor der Tür steht und wartet, bis ich gegangen bin. Heute bist du ja richtig melodramatisch. Und überhaupt, was weiß ich denn, was sich da für Typen rumtreiben? Hm? Bei dir, auf deinem Fortbildungskurs. Menschen mit Bildungsdrang. Hm. Die haben automatisch ein höheres Niveau. Also gut. Ich lass dir deine Bekannten und du lass mir meine Bekannten. Solche Freunde habe ich nicht. Servus. 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 Hallo, Frau Heindl. Hi. Sie, haben Sie auf mich gewartet? Ja. Nein. Zufall. Aha. Ja, es trifft sich doch gut. Wir haben ja den gleichen Weg, da dachte ich, könnte ich mal was zum Vortrag bringen. Haben Sie vielleicht wieder ein Gedicht geschrieben? Aha. Ja, wir haben es eilig. Also, hier wollte ich sagen, du warst alleine, du kamst durch Schlüsselloch. Herrschaftszeiten! Klump! Was ist denn, haben wir Urlaub? Schön was. Wo ist denn der Heindl? Ist der schon weg? Ja, der schon. Was heißt der schon? Wolltest du nicht zum Stammtisch? Ja, ich geh da schon, sobald ich da fertig bin. Mensch, Meier, das ist vielleicht ein Beruf. Du, zuerst bleibt man da ans Eis hängen, dann geht man das Durchschlagpapier aus und jetzt ist man auch das Fahrtband gerissen. Du, ich bin ein Mann der Tat, ich brauch Action. Was ist das? Natürlich, das ist das Bade, was ich mir einbrochen haben, dreimal schon. Und immer kurz vor Geschäftsschluss und immer fein gekleidet. Maximilianstrasse? Ja. Herrschaft, jetzt schmiert er doch nicht Uniform an. Nimm mal Terpentin. Warum haben die immer feine Kleidung? Wahrscheinlich gehen sie nach dem Einbrechen in die Oper. Um Gottes Willen, die Arme. Mensch. Ja, 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 ja. Natürlich ist es mir klar, dass es so nicht weitergeht. Das sehe ich ein. Hoffentlich. Du weißt, ich kann das nicht ausstehen, Polizei im Haus. Na ja, vielleicht sollten wir ja einfach... Vielleicht sollten wir einfach das Taschengeld wieder erhöhen.
finde, es wird höchste Zeit, dass sie endlich aus dem Haus kommen. Schließlich ist sie volljährig. Moment, 19, nicht? Und ich habe auch früh lernen müssen, mich durchzusetzen. Das hat mir nicht geschadet. Ja, mein Schatz. Nur ist sie etwas sensibler als du. Quatsch, sensibel. Verzogen ist sie. Ihr habt ihr immer alles durchgehen lassen, das kommt dabei raus. Ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, diese Dinge objektiv zu beurteilen. Es ist hart, aber eine Tatsache. Als Eltern habt ihr versagt. Was heißt denn versagt? Ja? Außerdem, wer sagt dir, dass es nicht Vererbung ist? Ja, natürlich. Kann doch Vererbung sein. Also von, Entschuldigung. Also von mir hat sie das ganz gut gemacht. Also gut, sprechen wir uns aus. Aber bitte schön irgendwo aushalten, das musst du verstehen. Freilich verstehe ich das. Es ist ja auch viel schöner draußen, wenn es Nacht wird und der Mond geht aus. Vielleicht finden wir ein nettes Plätzchen im Park, wo wir ganz unter uns sind. Ja, also ich denke, da wäre die nächste Gleitbett gleich im Sink. Haben Sie sich entschieden, gnädige Frau? Ja, ich möchte gern die Kasse. Das musst du verstehen. Gefühle kann man nicht kontrollieren. Im Moment hat sich in mir alles auf dich fixiert. Und ich kann gar nichts dafür. Naja, kann ich schon irgendwie verstehen. Aber es gibt doch genügend Jüngere mehr in deinem Alter. Das ist ja grad. Der Dr. Stürmer, mein Psychoanalytiker, der hat gesagt, ich suche gar keinen Freund, sondern eine Vaterfigur. Eine Vaterfigur? Ja, und es ist doch ganz logisch, dass ich dann auf dich komme. Danke. Sag mal, auf wie alt schätzt du mich denn eigentlich? Ach, weißt, ab 40 sind's für mich alle gleich. Noch ein Bier, bitteschön. Tja, und anschließend haben Sie mich festgebunden. An diesem Regal mit stark reduzierter Ausschussware. Also ich fand das nicht sehr komisch. Könnten Sie uns die beiden einmal beschreiben? Ja, selbstverständlich. Die Frau trug ein weißes Kleid mit roten und blauen Punkten. Dazu einen azurblauen Blazer. Beides reine Seide. Aha. Und was für ein Gesicht? Tja, Brille und Perücke. Und er? Einen dunkelblauen Zweireiher mit Ripsspiegel und weißem Einstecktuch. Was Körper? Ja. Ob der was stark reduziertes für meine Frau hat? Die ist doch hast du. So, da wären wir. Jetzt dürfen sie wieder von meiner Seite weichen. Ist doch eine wunderbare Nacht. Sollte man sich eigentlich noch ein bisschen raussetzen? Ein paar? Ja, tun's das. Gute Nacht. Hey, wie wär's mit einem Drink? Ich lade sie selbstverständlich ein. Um die Ecken ist ein Lokal. Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir zweimal miteinander reden. Sehen Sie, das gefällt mir so an Ihnen. Was? Sie sind wie eine Mutter zu mir. Also, wieder finde ich euch. Ich immer wieder ungemein komisch. Ach, aber wie auch immer, ich fühle mich ungemein bereichert. So? Ich nicht. 250 Mark. Das hat ja schon die Perücke gekostet. Ich hab's ja gleich gewusst, die Modebranche steckt in einer Krise. Aber du lebst ja hinter Mond. Ein Videoverleih hat sich rentiert. Ja, na und? Das Leben liegt vor uns. Nächsten Freitag, da gibt's Zauberflöte. Na, nächsten Freitag, da gibt's Fidelio. Weil die Zauberflöte war heute. Weil der Fidelio nämlich heißer war. Gleichaltrige sind für mich ohne jeden Reiz, weißt? Sie sind so oberflächlich. Kein Sinn für tiefere Dimensionen. Möglicherweise versuche ich auch, meinen Inferioritätskomplex zu kompensieren. Sagt der Dr. Stürmer. Sagt er. Servus, ihr. Könnt ihr ein bisschen zusammenrücken? Klar, danke.
Ilona? Darf doch Ilona sagen. Guten Abend. Ist doch noch frei hier, oder? Ich muss mich erst ein bisschen frisch machen. Moment einmal. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin rein zufällig da. Guten Abend. Guten Abend. Sie wissen schon, was Sie da gemacht haben. Ja, das ist seine Frau. Komisch. Sowas passiert mir dauernd. Aha. Und rein zufällig in Begleitung. Geh, der sitzt doch neben mir im Fortbildungskurs. Der ist lästig, aber harmlos. Wenn er lästig ist, warum gestern mit ihm in der Kneipe? In unsere Kneipe. Genau dasselbe könnte ich dich fragen. Das kannst du auch. Ich bin nämlich hier, um die Sache ein für alle Mal zu klären. Geh hin, ich doch auch. Also gut, dann klären wir. Also gut, klären wir. Alles dabei, klar. Muss vorübergehen, ist doch klar. Ein Bier, bitte schön. Ich bin literarisch tätig. Bücher schreiben. Genau. Ja, ich habe momentan mehrere Pläne in Arbeit. Aber als erstes dachte ich mehr an was Monumentaleres. So die Geschichte der Menschheit als Roman. Ja, das ist ja toll. Hast schon angefangen? Na klar, bin auf Seite 4. Na. Na? Ja, die waren's, ganz ohne Zweifel. Auch wenn der Bart fehlt. Ich würde das nicht überbewerten. Ich befinde mich selbstverständlich ebenfalls in psychiatrischer Behandlung. Und ich sage überhaupt nichts ohne Anwalt. Da haben wir hier jede Menge, gnädige Frau. Stehen unter R, Rechtsanwalt. Der Heindl tut mir leid. Weil wenn die zwei sitzen, hat die Tochter freien Auslauf. Das gibt eine Liebestragödie. Aber dir gratuliere ich, Franz. Das war ein sauberer Glücksfall. Ach, Glück ist nicht alles für einen Polizeibeamten. Da braucht es auch eine geistige Substanz. Da braucht man Kopf. Und die Tochter des Großfürsten, die stirbt dann an Gelbfieber. Also rein dramaturgisch gesehen bin ich schon mitten in der Bronzezeit. Nur das Schreiben an sich ist mir einfach zu stumpfsinnig. Hält mich immer so auf. Sie können es mir ja diktieren. Ich kann Steno. Ja, ist ja genial. Zeit genug habe ich auch. Das ist ein genialer Gedanke. Ich gebe dir meine Adresse. Also mir zwei gehen nachher. Ja, ja, ist gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Zur Zeit bin ich noch mal bei meinem Bruder. Oder? Computer. Darum haben sie zwei gefunden. Da redet der eine so viel wie der andere. Ja. Und da haben sich auch zwei gefunden. Da ist der eine so lieb wie der andere.